Wenn die ersten Strahlen der Frühlingssonne die sanft abfallenden Hügel des Leitergebirges am Nordufer des Neusiedlersees erwärmen, lädt der Tourismusverband der Gemeinde Winden am See zur Ars Vinum. Wie der Name dieser Veranstaltung erahnen lässt, wird hier die Gemeinsamkeit von Kunst und Kultur mit dem hochwertigen Weinbau der Region in Szene gesetzt. Auf dem Anwesen der alten Kretschmühle, eingebettet in den malerischen Skulpturenpark des international renommierten Bildhauers Professor Wander Bertoni, feiert das kulturinteressierte Publikum ein ganz besonderes Fest. Völlig zu Recht steht die Region im Zeichen von Genuss und Lebensfreude und der legendäre Wein, der hier gekeltert wird, gehört zu den Spitzensorten unseres Landes. Geschätzte Gäste, werte Bürger hier aus der Gemeinde Winden am See, Kulturschaffende aus nah und fern, werte Ehrengäste, im Besonderen hier die Hausherren, Frau Dr. Herr Professor Bertone, begrüße auch im Besonderen hier den Obmann des Weinbauvereins und den Obmann des örtlichen Tourismusverbandes auf das Allerherzlichste. Ich denke, das 9. Ars Vinum Winden am See ist auch heute wieder etwas ganz Besonderes. Es ist nicht selbstverständlich, dass Festivitäten gepaart mit Kultur über 9 Jahre hinweg Bestand haben. Heuer zum 9. Mal in Winden am See Ars Vinum. Sie werden sich anschließend auch von diesen Besonderheiten persönlich überzeugen können. Willi Schrempel, der Obmann des Windener Tourismusverbands, ist der geistige und organisatorische Urheber von Ars Vinum und hat diese Veranstaltung im Jahr 2003 aus der Taufe gehoben. Hat er damals erwartet, dass sich ein dermaßen nachhaltiger Erfolg einstellen würde? Naja, gerechnet habe ich nicht unbedingt damit. Eigentlich war es eher so, dass ich gehofft habe, dass es das wird, da unsere Winzer sich sehr bemühen und diese Veranstaltung natürlich auch die Weine von Winden vermarkten soll. Ja, gleich mal vorweg, ich möchte mich auch herzlich bedanken, dass wir die Ars Vinum hier zum 9. Mal ausrichten dürfen. Aber ich glaube auch, dass das irgendwo eine kleine Selbstverständlichkeit ist, sind doch die Hausherren wirklich große Fans des hier ansässigen Weins. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Und um es gleich vorwegzunehmen, die Weinernte 2010 war schon relativ klein im langjährigen Schnitt, aber es wird genug geben und das auf jeden Fall, um auch eine Ars Vinum 2012 veranstalten zu können. Also dahingehend kann ich die Anwesenden schon mal beruhigen. Das wird sicher der Fall sein. Malise, Uyunakaya, Malise. Se hammer so cool, die Nase ist auf und ab.
Malisse, Bujunakaya Malisse, Bujunakaya Malisse, Bujunakaya. Die Nasse sagt und Napa, Hüchse, Hai, Hai, Se Hamara Sokolo, Hai, Hai, Se Hamara Sokolo, Hai, Hai, Se Hamara Sokolo, die Nasse sagt und Napa. Veranstaltung schon aus Vorjahr, aber ich glaube, heute war sie die beste Veranstaltung und ich kenne persönlich den Herrn Professor. Ich bin selber ein Künstler. Ja, es werden bei mehreren Gelegenheiten wird Musik praktiziert. Es werden Feste gefeiert, verschiedene Feste, nicht nur die Ars Vino, sondern es werden auch viele sogar Hochzeiten stattgefunden, weil das ist dankbar für den Fotograf in einem Rahmen, und es kommen viele, viele neue Ehen, ne, werden hier stattgefunden. Und dann natürlich meine vielen Freunde, Bekannte, und es wird eben musiziert, Theater gespielt, und, aber nicht offiziell und nicht mit einem ökonomischen Hintergrund. Das ist immer mehr ein künstlerisches Anliegen. Ne. Es wird keine Geschäfte gemacht. Mit der Kunst. Es ist das dritte Mal, dass wir heuer bei Ars Vinum dabei sein dürfen. Und ich finde, es ist ein wirklich einzigartiger Rahmen, sowohl für die Weinbauern als auch für die Künstler, ihre Werke oder ihre Weine zu zeigen. Und es ist echt eine tolle und einzigartige Veranstaltung und wir freuen uns jedes Jahr, wenn wir dabei sein dürfen. Ich habe vorhin bereits angesprochen, dass es etwas Besonderes sein wird, wenn Sie auch heute Nachmittag einen kleinen Streifzug durch die Windener Kellerlandschaft wagen. Sie werden persönliche, ganz besondere Impressionen genießen können, sei es durch die Optik, wenn Sie die einzelnen Bilder betrachten, aber natürlich auch den guten, hervorragenden Wein verköstigen können. Der Wein, das Keltern, die Kunst des Kelterns hier in unserer Region, ist bereits zurückgehend auf die Keltenzeit. Wir sind es aber auch hier in Winden am See, die diese Kunst des Kelterns nach wie vor hochhalten. Ich darf den Mund etwas vollmundig nehmen und sagen, dass in Winden am See die qualitativ hochwertigsten Weine gekeltert werden und ihnen heute präsentiert werden, die am Südhang des Leitergebirges gedeihen. Das hat sich natürlich auch bereits weit über die Gemeindegrenzen hinweg herumgesprochen, bis nach Gols und Frauenkirchen, aber nichtsdestotrotz darf ich mit Verlaub sagen, dass die besten Böden natürlich eine wesentliche Grundlage guten Weins darstellen. Zum Zweiten aber auch die Kunst des Kelterns eine besondere ist, in diesem Tag bevor in Winden am See beheimatet. Bei mir.